Die SPÖ in Österreich fordert einen leichteren Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft. Die Überschrift im ORF: Die SPÖ fordert ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. Ich dachte zunächst, man sei dann kein Österreicher mehr, sondern ein Österärmer. Aber es soll einen Rechtsanspruch auf die Staatsbürgerschaft nach 6 Jahren rechtmäßigem Aufenthalt in Österreich geben. Mittwoch, der 9. Juni 2021. Dutzende Kinder wurden in Mosambik entführt. Die chinesische Polizei hat gestern eine Protestaktion von tausenden Studierenden gewaltsam beendet, die aus Wut über den geplanten Zusammenschluss ihrer Hochschule mit einer schlechter bewerteten Berufsschule den Direktor tagelang festgehalten hatten. Da gehört ja auch was dazu. Syrische Staatsmedien melden israelische Luftangriffe auf ihr Land. Israel greift regelmäßig Ziele in Syrien an. Diese Angriffe richten sich häufig gegen pro-iranische Milizen. Interessanten Bericht gibt es von der US-amerikanischen Investigativplattform ProPublica. Amazon-Chef Bezos, Tesla-Chef Musk und weitere superreiche US-Prominente haben seit Jahren kaum oder gar keine Einkommensteuer mehr gezahlt. Das US-Finanzministerium kündigte eine Untersuchung an. Bei einem offiziellen Besuch im Department Room im Südosten Frankreichs hat ein Mann dem französischen Präsidenten Macron ins Gesicht geschlagen. Es kam zu Festnahmen. Heute wählt die Mongolei einen neuen Präsidenten. Seit dem Militärputsch in Myanmar Anfang Februar herrscht Gewalt und Chaos. Laut UN sind etwa 100.000 Menschen im Osten des Landes, unter anderem wegen wahlloser Angriffe der Sicherheitskräfte, geflohen. Der serbische Ex-General Mladic wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Ein UN-Tribunal in Den Haag hat einen früheren Schuldspruch gegen ihn bestätigt. Der UN-Sicherheitsrat unterstützt die Bewerbung von Generalsekretär Guterres für eine zweite Amtszeit. Die polnische Regierung stellt einem Zeitungsbericht zufolge Abkühlung und Spannungen im Verhältnis zu Washington fest. Warschau dringt auf eine Unterredung mit Joe Biden vor dessen Treffen mit Wladimir Putin. Das Robert-Koch-Institut meldet 3.254 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 20,8. In Belgien und Frankreich öffnet die Innengastronomie. In der chinesischen Millionenstadt Guangzhou schließen Kinos und Nachtclubs. Hier gibt es neue Infektionen. Der Lockdown in Melbourne, in Australien soll am Freitag enden. Die Kurzarbeitsregeln in Deutschland werden erneut verlängert. Das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn hat auf Twitter Videos mit dem US-Sänger und Schauspieler David Hasselhoff gepostet als Werbung für die Covid-19-Impfungen. Dieser aber legt den Fokus nicht auf den Schutz vor Corona, sondern er ruft zum Impfen auf, um die persönliche Freiheit wiederzuerlangen. Gemäß seines Schlagers Looking for Freedom. 40% der Bankfilialen in Deutschland sind von Schließungen bedroht. Nicht nur Deutschland, sondern europaweit. Unbekannte haben laut der Polizei von einer Obstwiese in Freiburg hunderte Kilogramm Kirschen gestohlen. DPA berichtet. Die Fastfood-Kette Burger King hat im Zusammenhang mit The Vegetarian Butcher sein erstes zeitweises Restaurant in Köln eröffnet, das den Gästen pflanzenbasierte Burger und Nuggets anbietet. Der Marketingdirektor von Burger King meint: Im Moment geht es einfach darum, Alternativen zu bieten. Wir wollen das ganze Thema ein bisschen demokratisieren und allen Leuten eine Alternative bieten. Eine Alternative für Deutschland. Eine Alternative für Köln. Schöne Fotos aus Großbritannien gibt es im Netz. Die Einwohner der britischen Stadt Maidstone bei Kent haben beispielsweise einen mehrfarbigen Himmel mit ganz wunderschönen Wolken beobachten können. Die Wolken, die sich ganz nah zur Sonne oder zum Mond befinden, können sich so einfärben, wenn das Licht durch ganz kleine Wassertropfen oder Eiskristalle in der Atmosphäre hindurchgeht und sich chaotisch streut. Die Zahl der Menschenaffen sinkt dramatisch. Das ist schlimm, aber dafür steigt die Zahl der Menschen, die sich wie Affen aufführen. Zum Wetter, es wird besser. Heute kann es noch Gewitter und lokale Unwetter geben. Diese ziehen sich in den nächsten Tagen zurück. Alternative Music.